So. Sarah, willst du noch den Titel ändern? Wäre super. Gut. Genau, wir sind jetzt ja wieder bei ihm. Da gehen wir ja jedes Mal hin, wenn wir aufhören. So, dann würde ich sagen, wir können ja jetzt in die neue Stadt rein. Weil wir haben ja jetzt drei. Wir haben jetzt, glaube ich, drei Schreiben bekommen. Warte, nee. Schau ich mal kurz, ob wir jetzt empfehlen, schreiben 3. Genau, und wir brauchen, glaube ich, 3. Super, danke, Sarah. Vom Ton her, vom Sound her ist es... Ich hänge. Es ist zu laut, zu leise. Ich glaube, es passt so gerade. Also, meine Kopfhörer sind halt ein bisschen laut. Wahrscheinlich ist es deswegen. So, okay. Output ist auch wieder bei stabil bei 5000, 6000. Gut. So, da wollen wir jetzt rein. Und da ist die Brücke. Da ganz hinten ist die Brücke. Oh je. So, wer bist du denn? Wer seid ihr denn? Oh. Okay, die haben einfach den geilsten Platz ever. Warte mal. Warte mal. Habe ich noch eine freie Leinwand? Ich glaube nicht. Ach, der wollte die nicht, oder? Der wollte die nicht, glaube ich. Also der wollte einen Strand haben. Und ich finde, das war ein Strand. Aber irgendwie wollte der das nicht haben. Naja gut, vielleicht gehen wir jetzt trotzdem erstmal in die Stadt und schauen, ob wir da irgendwas kaufen können in einem Künstlerladen oder so. Let's go shopping! Bin mal sehr gespannt, wie das da ist. Da ist ein Ast. Ist halt echt cool. War nicht Strand genug für den feinen Herrn? Ja, glaube ich auch. Hallo. Achso, der bringt mich ja wieder zurück. Aber also, da muss ich irgendwie einen anderen Strand finden. Hey. Do you have your references in order? Ja. Yes, it appears everything is in order. Go right ahead then. And welcome to Narva. Yay! Voll schön. Oh, da ist Eis. Können wir hier so ein Panoramabild machen? Irgendwie so hier, das. Vielleicht können wir in der Stadt das dann sofort verkaufen. Naja. Wieso sind Leinwände so rar hier? Ich meine, ich weiß ja nicht, wie ich die ganzen Leinwände hier transportiere gerade, aber... Schön. Alter, wie viele Punkte gibt es denn? Das gab jetzt 3 Punkte? Hatte ich gerade 6? Also 6 Punkte. Gut. Ja, moin. Hallo. Dränge ich mich auf? Nee. Oh, die spielen Karten. Nee. Nein, das habe ich nicht gesagt, Sarah. Irgendwie, come on. Lies weiter. Ich höre zu. Oder auch nicht. Hallo. Die ignorieren mich alle. Bin ich unsicher? Hallo. So geil. Der Ochse wird einfach hier hingestellt, wo ein paar Büschen Gras aus dem Stein wachsen. Geil. Oh. Ich räume hier mal ein bisschen aus, ne? Oh, das war's schon. Ey, was machst du da?
Alles gut bei dir? Oh dear. Oh no. I've done something terrible. I'm not sure if we've met before, but I need help. Okay, beruhig dich. Was ist passiert? Oh dear. This morning I sold some zucchinis. I thought they were zucchinis, but now I still have the zucchinis here in my basket. I sold toxic tumors. Oh. Oh God. I've no idea who I sold them to. Wow. Okay. Wieso hat er Zucchinis und die... Warte, was sind die Symptome einer Vergiftung? Wie konnte das passieren? Numb legs, upset stomach, and then hours of vomiting. Keine Panik, es wird schon alles in Ordnung gehen. Was sollen wir tun? Oh God, what can we do? This is a nightmare. Once was bad enough, but twice. Es ist ihnen anscheinend schon mal passiert. Okay, dir ist das schon mal passiert. And now people are gonna start being sick. There's so little time. I need to recover those tubers. Can you help me? I've got no one else to turn to. Was soll ich tun? Nee, das ist dein Problem. Ich will nicht mit dir zusammen gesehen werden. Schön. Was soll ich tun? Thank you, thank you. Please, just ask people if they bought any zucchinis today. Tell them what happened and get the tumors back. I sold 4 zucchinis altogether and I put them in blue bags. Maybe that could help you find them. Oh God, I hope no one has eaten any. Wunderbar. Okay, also blaue, Knallchaos. Der Gemüseverkäufer in Nava hat versehentlich 4 Giftknollen an Leute verkauft, die Zucchinis haben wollten. Der Verkäufer hat sie in blaue Säcke verkauft. Okay. Ich muss sie schnell finden. Okay, blaue Säcke. Hast du einen blauen Sack? Nee. Hast du irgendwo einen blauen Sack? Nee. Hast du? Wahrscheinlich kann ich die... Du hast bestimmt. I saw a wonderful show at the Tarnished Teapot last night. The tea house hosts a different musician or storyteller every evening. Oh, they are such inspiring events. Nicht so wichtig, Thema wählen. Falsche Zucchini. Goodness, I almost fed this to my grandmother. Thanks for finding me. Here, you take it back. I don't need it anymore. Falsche Zucchini. Yes, you already asked. I nearly gave it to my grandmother for dinner. Thanks for tracking it down. Okay. Nochmal? Pipa. Interessanter, Name. Gut, dann muss ich zum... okay. Das ist eine große blaue Tasche. Dann sehe ich die ja doch. Okay. Hast du eine blaue Tasche? No, good boy. Nee, hat er nicht. Haben die? Nee. Hast du? Ey, du, ey. Blaue Tasche? Nee. Oh. Blaue Tasche? Was ist das für ein Instrument? Der hat eine Vase am Griffbretthals. Aber solange es gut klingt. Blaue Tasche? Wir kommen gleich wieder. Dann schaue ich mal. Blaue Tasche? Nope. Blaue Tasche? Nope. Blaue Tasche? Das ist, glaube ich, der... das ist der mit dem Bäcker und dem komischen Ding. Das ist wahrscheinlich sein Bruder. Okay, das werden wir gleich machen, aber blaue Taschen sind gerade wichtig. Blaue Tasche? Hallo? Hi there.
Hi, Sheriff. Ciao. Aha. Blaue Tasche? Nope. Blaue... Nope. Die sieht so aus. What can I brew you up? Tschüss. You have a good day now. Warte, What can I brew you up? Warte. Nee, okay. Aber gut zu wissen, dass wir hier dann für die Nacht was... Oh. Wie soll ich hier jemals fertig werden? Hi there. I mainly work in furniture, but by the looks of your pack, I doubt you're interested in buying a table or chair. Nein. Not to worry, though. I've got just the thing. How would you like to buy a handcrafted wooden bike? Ein wooden bike? Wie viel kostet das? 80 Glowstones. Ja, es geht. Aber, nee. Ich hab nicht genug. Okay. Oh Gott. Ich will mit dem rumfahren. Get your news here. Get your news here. Okay, News? Did you pick up a paper? Wie viel kostet das? It's free. We're supported by donations from the community. Oh, das ist cool. Sure thing. Would you like to donate a glowstone to the Shady Impost so we can keep the paper free without ads and unmotivated by pop news and tabloid journalism? Ja, komm, Alter. Thank you for your contribution. Du brauchst keinen Tee zu kaufen. Ja. Tee habe ich ja auch genug. So, save our goddess. Times Befehl. Die modern, ja, das stimmt. Blaue Tasche? Geht's dir nicht gut? Hast du eine Zucchini gekauft? Hä? Hä? Oh, hat sie eine? Welcome, friend. Would you like a guaranteed long and healthy life? Nee, danke, ich will krank sein. If you want to die young and lonely, that's your choice. Alleine? No, I just assume you'll die alone because of how cynical you are. Ah, danke. Ja, tschüss. Nee, let me know if you need any weird tasting ground up plants. falsche Zucchini. Yeah, I bought one. I knew it was a toxic tuber. It was pretty obvious. Mm. I already used it in a ritual, so you can't buy it back. Okay. Let me know if you need any weird tasting ground up plants. Mit Tastatur Typ Ever seit mir mit dem Kapitän ne verkuppeln. Das stimmt. Na du. Na gut. Wie viel Geld habe ich? Warte, wo sehe ich wie viel Geld ich habe? Ich habe 70 Geld. Hallo. Welcome to Yevany's Art Gallery and Supply. And before you ask, no, I'm not Yevany. And if you came to request a commission, unfortunately, we can't help with that either. Yevany is totally backed up at the moment, but we do have painting supplies in stock. Ich fertige... Also, ihr fertigt Arbeitsaufträge an? Ja. Yes, but we're full, as I said. Normally, folks just need to write down what they want, and Yevany will paint it for them. The best painter in Nava, that Yevany. She's been painting her whole life, and doing commissions for at least 40 years. These days, she's spending more and more of her time on personal work. Good for her, I say. But still, we can't keep up with commissions like we used to, and demand is only growing. Vielleicht kann ich helfen. Oh, are you a painter? We've been looking for someone to help with the workload, but so far no one's been up to Yevany's standards. Do you have a portfolio I can look at? Wow, your work is so detailed. You should show this to Yevany. She lives in the Common Tower. That's the big round building in the middle. You might just be the painter we need. Anything I can help with? Nice. Need some supplies? Waren ansehen? Ja, Leinwände. 5 Gold. 5 Dinger. So, 40. Nice. Als nächstes fragt er nach einer Webseite. Cool, Alter, wir haben jetzt 6 Leinwände.
Chaka. So, Zucchini? So. Okay, das ist nix für Renja. So, Zucchini? Zucchini? Warte, wir haben jetzt zwei gefunden, oder? Mit Zucchinis. Einer der Kunden wollte tatsächlich eine, genau, Giftknolle haben. Vier Giftknollen, also brauchen wir noch zwei Leute. Halt drauf. vielleicht da oben? Wow. Giftknoll? Always good to see a new face. Let me know if I can help you with anything. Ja, quatsch mir. I love it here. There's really no part of town I'd be worried to let my two daughters play unsupervised. I moved here right out of college when my longtime resident aunt wrote to me about a job opening in the library. It was quite a great distance for me to move, considering it was a bit of a paltry opening at the time. But 20 years later, as head librarian, I can't say I have any regrets. Die redet ziemlich schnell. Okay, aber also die sieht schon ziemlich gruselig aus. Hi. Na? Hi. Na du? Ach. Der ist gut in Ignorieren. Nicht schlecht. Niemand gemerkt? Gut doch. Entschuldigung. 1000 apologies. Die Synchro in diesem Spiel ist so mega. Ja, das stimmt. Na? Entschuldigung? Wieso kann ich durch den durchgehen, aber nicht durch den? Und dadurch auch nicht? Naja. Schönes Fenster. Gut. Füchse in Eastshade. Eine traurige Entwicklung. Die Felder Eastshades waren einst die Heimat zahlreicher Bärenfüchse. Diese diese geschickten Verwandten der Hunde waren aufgewachsen, ungefähr 2 Pfoten lang und ernährten sich ausschließlich von Bären. Sie lebten oft unter Obstbäumen in Nestern, in deren Kronen und waren sehr, gesellige Wesen. Zu großer Ernteeinfuhren der Obstbäume führte zu große Ernteeinfuhren der Obstbäume führte zu einem Abfall der Population und eine Infektion aus Übersee zerstörte schließlich die liebsten Bäume der Füchse. Die Einwohner Eastshades den Füchsen das Stadtleben beizubringen und ihre Diät, um andere Füchse zu erweitern. Aber der Erfolg ließ auf sich warten. Innerhalb eines Jahres war der Bärenfuchs ausgestorben. Oh, etwas besser ist es ihren Verwandten, den Wasserfüchsen, ergangen. Es ist immer noch sehr wenig über die Tiere bekannt. Und auch ihre Population geht rapide zurück. Eine der wenigen Dinge, die Naturforscher herausfinden konnten, ist die enorme Schüchternheit der Wasserfüchse. Nicht einmal Nahrungsvorkommen oder ihre eigenen Nest suchen die Tiere auf, wenn sich jemand oder etwas in der Nähe befindet, dem sie nicht vertrauen. Die Tiere zu beobachten muss also aus der Ferne geschehen. Wasserfüchse wurden dabei beobachtet, sich von Eiern zu ernähren und für ihre Jungen zu sorgen. Zu sorgen. So. Sorry. Katze.
Die mögen mich auch nicht. Warte, wir lesen das gleich. Und gehen erstmal hoch. OMG. Okay. Da ist der Luftballon. Ein Luftballon. Ihr wisst schon. Okay. Ein kleines bisschen übertrieben. Okay, ich wollte gerade schauen, ob man runterfallen kann, aber kann man natürlich nicht. Alter, ist schon not bad. Ah, ist das die Zeichnerin? A new face. Allow me to introduce myself. I'm Zara, Assistant Research Scientist here at the University. Hi. Würdest du das ist ja geil. Ja, random. Cool. You want me to check for trace elements of endangered plants? I enjoy running tests. Just give me the potion in a few minutes. Okay. Ja, cool. Da bin ich jetzt mal... Seems you're in luck. No trace of any endangered or illegal substances in here. Here's the full report. Come back if you have anything else for me to test. A fine day for science. Do you know of Melek? He's the merchant selling the so-called elixir of life down in the market. Mm-hmm. And? Do you think it can really extend your life? Möglicherweise, perhaps. I suppose it's possible. I have a favor to ask of you. Do you think you could perhaps go to Melek's shop in the market and buy me one of said elixirs? I'll buy it from you at twice what it's worth. Warum würdest du das tun? Warum willst du eins? Warum kaufst du dir nicht einfach selber eins? Ich kaufe dir ein Elixier. Ich bin gerade beschäftigt. Ah, Melek heißt Engel auf Türkisch. Krass. Schön. Cool. Echt? Na toll, Melek war ein Depp. Wieso bekommt er dann so einen schönen Namen? Gut, warum willst du eins? I'd like to run some tests on it. I've heard the claims and let's just say I'm skeptical. This elixir of life seems to be quite a trendy product in the city. And if this Melek fellow is cheating folks out of their hard-earned glowstones, I'd like to know the truth of it. Ja, finde ich gut. Ich kaufe dir eins. Fantastic! You can find me here just about any time. I'm always working. Gut, Thema wählen. Wurzeln. They're a group that highly appreciates the consumption of dream teas. The teas are made with herbs that stimulate dreams. It's quite interesting how the chemicals work on the brain. They are safe in moderation, the largest risk being that when sleeping with dream teas, one gets very little rest, since the brain is actually more stimulated than during the day. The latest science actually considers it a form of exercise for your brain. Interessant. Gut. Tja, jetzt haben wir den Beweis, dass dass in den Tränken nichts Illegales drin war.